Wir sind immer noch beim Schuster am Häckseln. Ich weiß, Asche auf mein Haupt, sollte nicht so sein. Aber ich bin da auf eine ganz miese Nummer eingefallen. Ganz herb. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Christian Schuster ist bei mir auf Feld 17 am Dreschen. Mein Hafer hat aber die vielleicht noch runterbekommen. Ob da kein Scheiß mit passiert, da bin ich mal gespannt. Also das, ja. Das würde mich wirklich wundern. Weil der Jungbau hat schon mir gedacht, ich soll hier hin. Beziehungsweise ihm helfen. Und ich wusste nicht, dass das bei den Schusters ist. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt sind wir hier, jetzt machen wir weiter. Jetzt doch nichts. Weil was der Müller mal angefangen hat, das macht der Müller auch fertig. So sieht's aus. Da können Sie mal sehen im Ort, wie man das macht. So sieht's aus. Wo ich ja die Reitmänner dann fragen, ob der Zeit hat, für sich die Kacke anzugucken, was der da anstellt. Wo die haben wir auch schon so oft angerufen. Genau, den kenne ich, Ralf. Aber ich werde immer noch mit E geschrieben. Mit E. E wie I. I. Oder meinst du jemand anders, Ralf? Vielleicht meinst du jemand anders. So. Der Küchenballer ist da rein. Jungbauer! Jo. Da kriegst du fast alles in deinen Wagen rein, oder? Ja, ist nicht mehr viel. Da könntest du eigentlich meinen zurückfahren, oder? Ja, kannst du machen. Passt bei dir alles rein, ne? Ja, ich hab jetzt gerade 50%, müsste eigentlich gehen. Okay. Maximilian, ich lass den Anhänger hier bei dir stehen, ne? Ja. Den kannst du dann mit zu den Schusters fahren. Okay. Ach nee, wie war das? Okay. Okay, genau. So ist schon besser, Ralf. Ja, hallo? Ja, Müller. Ja, guten Tag. Ich bin fast fertig auf deinem Feld hier. Schuster hier, hallo. Ja, ich weiß, ja. Ja, hast du auch irgendwie, kannst du mir einen Ladewagen bringen mit dem Schlepper? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Ihnen. Ich wollte deinen Anhänger abholen, aber Ich hab die Hänger noch gar nicht abgeladen, Herr Müller. Was? Noch nichts im Hänger drin. Warum? Weil mein Drescher noch nicht voll ist, der Ertrag ist nicht sehr hoch auf diesem Feld. Ja, das ist ja scheiße. Na gut, ich komme gerade mal 6140, Herr Müller. Ich komme die trotzdem abholen. Sie können ja mal versuchen, was Sie auf der 19 abhobeln können noch. Sind da Hafer verbaut? Da ist bestimmt alles verbaut, da ist nämlich alles verbaut. Ich schau mal, ich mach mal dieses Feld erstmal fertig, Herr Müller. Genau, ich bin jetzt bei Ihnen. Na super. Dann könnte ich ja einmal abtanken, bevor sie abhauen. Das wäre eine Idee. Am besten ganz leer machen, weil ich weiß ja nicht, was da drüben kommt. Ob da Gerste kommt oder was weiß ich was. Da wäre es schön, wenn wir den hinteren Anhänger benutzen könnten. Weil da geht ein bisschen mehr rein, wie auf die Vorsicht. Ups. So. Na immerhin, besser wie gar nichts. Sag ich mal so. Voll. Wie viel haben wir noch drin? Ich habe noch 21%, Herr Müller. Breche das voll und Sie kommen nochmal hier vorbei und tanken mich ab. Genau. Bringen Sie einen Ladewagen mit.
Ich habe keinen Ladewagen, keinen großen. Aber ich frage den Jungbauer mal, Moment. Was ist denn? Wo haben wir denn? Herr Jungbauer, wer stört? Ja, ich, Ach so, ja. Sagen Sie mal, können Sie zu Feld 17 kommen mit Ihrem Ladewagen, mit Ihrem super Krone-Teil? Ja, das ist aber nicht mir, das ist alles von Herrn Schuster, ne? Genau, der sucht ihn nämlich. Ja, die roten Sachen sind von denen, also müssen wir uns erstmal den fragen, weil... Ja, ja, der sucht, der, ich sollte mit seinem Trecker kommen, mit seinem Ladewagen, zu meinem Feld. Mhm, ja dann gut, dann mache ich das. Können Sie da das Stroh aufsammeln und zu mir bringen? Kann ich machen, ja. Das wäre schön, wunderbar. So. Herr Schuster? Müller, was kann ich gegen Sie tun? Nichts. Der Jungbauer ist ja mit Ihrem Zeug unterwegs, der kommt. Ja, das ist super, Herr Müller, danke. Ja. Ich fahre dann mein Zeug hier dann nach Hause und das, ja, ich denke mal, fällt 19 das mal besser. Ist gleich, wie Sie möchten, Herr Müller. Ich kann auch mal gerade gucken, was ich noch für ein Feld habe. 19 ist nichts. Ja. Kartoffeln und Zuckerrüben kriegen wir ja schlecht jetzt weg, ne? Sonnenblumen habe ich noch auf der 1. Aber ist eigentlich verkauft. Ja? Achso, ich komme. Die wünschen das, Schuster? Ah, fertig, okay. Ja, lass sie mich abtanken, dann bringe ich den Drescher weg. Wir könnten aber gerade auf der 19 probieren, was sie noch runterkriegen davon. Ja, an Hafer. Halt ein bisschen Hafer drin, halten Sie Hafer drin. Dann geht's. Fahren Sie einfach mit Ihrem Hafer dahin. Dann sehen wir, wie viel wir wegkriegen davon. Ei, ei, Herr Müller. Genau. Jetzt hört man endlich alles auf mein Kommando, dann läuft's auch. Dann funktioniert's auch. Müller freuen sich nicht zu früh. Was macht denn Ihr Auto, Herr Müller? Welches Auto? Schon Probe gefahren. Ich habe noch keine Zeit. Was, hat, was kostet denn ich so ein... Ich habe immer Zeit, Herr Müller. Bitte? Ich habe immer Zeit für sowas. Ja, Sie, sehen Sie ja, wie oft ich hier rumfahre. Oh, ich hätte hier reingemusst. Richtig. Müller, Sie machen mich ganz durcheinander. Was hat denn Ihr Drescher gekostet? Ich bin auf der Suche nach einem günstigen Mähdrescher. Das kann ich gar nicht sagen. Da müssen Sie meinen Bruder mal anrufen. Ich glaube, der hat den gekauft. Okay. Gibt's hier irgendwo Hafer? Denn dies hier für ein Feld, Herr Müller. Ja, das müssen wir Ihre Da zeigt wieder, dass Sie keine Ahnung haben. Ich habe das gar nicht angesehen, Herr. Ich glaube, da ist so ein Streifenhafer. Fahren Sie einfach durch. Da ist so ein Streifenhafer drin, glaube ich. Hier ist Gerste, hier ist auch Gerste, hier ist Raps, hier ist Weizen, hier ist Hafer in der Mitte, so ein kleiner Fleck. Herr ja, hier Müller. Auch. Wenn Sie hier durchfahren, hier ist auch so ein kleiner Fleck, glaube ich. Oder? Hier könnte Hafer sein. Ne, so ein bisschen kommt da runter, ne? Nee, gar nichts, Herr Müller. Nix, ne? Die haben aber eine Scheiße hier angesehen. Ja, ich habe die Scheiße nicht angesehen. Das waren meine ihre Mitbewohner hier. Die wollten eine ganz tolle Tat verbringen. Na ja, dann das fahren wir. Das würde ich jetzt auch sagen. Dann fahren wir besser in eine andere Reihe. Das wird ja hier nichts. Schon die ganz toll gesät. Die waren aber alle da im Ort. Da kann man direkt sehen, wie viel geholfen haben, ne? Jeder hat was anderes angesät hier. Wenn Sie das so befehlen. Ja, ich habe das bestimmt nicht so befohlen, ne? Ganz bestimmt nicht. Das ist ja fürchterlich. Hier geht ja gar nichts runter, Herr Müller. Ja, dann haben wir Pech. Muss ich Sie leider enttäuschen. Ja, dann tanken wir den Rest ab und dann ist auch cool. Dann ist es so. Aber der Herr Doktor hat da ja ein Bild von gemacht und davon habe ich auch Geld bekommen. Wenigstens etwas. Da haben Sie Geld bekommen. Weil Sie falsch angesehen haben, bekommt man nein, Geld. Als der, ich weiß nicht, wo der Müller wie heißt er jetzt? Der Herr Doktor. Der Scheffeldinger, wo das Bild abgeliefert worden, auf jeden Fall hat er einen Preis gemacht und das Geld habe ich bekommen, ja. Herr Müller, die Gerste kann ich noch abfahren. Die Gerste?
Okay, dann, ja, genau. Dann verkaufe ich jetzt einen Hänger voll Hafer. Okay. Ja, dann machen wir die Gerste. Okay. Brauchen Sie das Stroh auch? Danke für die... Das für... Das Stroh? Nee. Nee, da wird alles untergebuttert. Da können Sie ruhig... ja, das macht keinen Sinn. Vielen, vielen Dank, Phil. Grüß dich, Herr Müller. Hallo? Hallo? Ja? Wo sind wir denn? Ah! Jemand da? Hallo? Hab mich verweht, Entschuldigung. Aha, okay. Ich dachte, wer hinter mir? Ups, Polizei. Wäre schlecht. Nein, lieber so. So. Bisschen Geld bekommen. Vielleicht kann man, wie viel ich gekriegt habe. Herr Müller? Ja, ich stehe dann hier. Ach, da sind sie ja. Jetzt sehe ich sie wieder. Also ich glaube, dieses Feld können Sie von vornherein untergrubbern. Was Sie nicht sagen. Ich bin jetzt hin und her gefahren. Ich habe 280 Gerste eingeladen. Das könnte ich mir fast denken. Das ist ja gar kein Ertrag. Da können wir uns die Zeit sparen. Ich weiß das. Ich habe jetzt 5% meines Tankes erst voll. Und das war schon. Was haben Sie hier für eine Scheiße angesehen? Muss man so sagen. Also ich habe gar keine Scheiße angesehen. Muss ich auch mal so sagen. Da sind andere schuld, Herr Müller. Oha, hier, Polizei. Oh, jetzt kriegen Sie Ärger, Herr Müller. Was das? Ja, das war's, Herr Müller. 318. Dann können Sie auch gleich wegschmeißen. Hallo, Herr Reitmeier. Hallo. Ja, mal. Was los, Alter? So ruhig? Ich verstehe es auch nicht. Wahrscheinlich, weil meine Schwester da ist. Die sind alle so brav und hier und so, ne? Also, Wahnsinn. Ja. Ich habe heute nur eine Anzeige über die geschrieben wegen einem Fahrzeug, aber das ist ja schon aufgetaucht, habe ich gehört. Mit Fahrzeug? Nee, ich habe ein anderes gewonnen. Was? Ja, so eine rosa Karre hier. Ich habe erst gedacht, die hätten sich jetzt geoutet hier, die Schuster Brothers, aber das ist mein Auto. Ich habe das gewonnen oder geschenkt gekriegt, keine Ahnung. Und meine Schwester hat auch 20, meine Schwester hat 20.000 Euro gewonnen. Das ist doch geil, oder? Es geht aufwärts. Es geht aufwärts, Herr Reinhard. Läuft. Und hier der Dingsbums hier, der Finanzminister, hat sogar bei mir abgedrescht, mein Feld 17. Boah. Heute ein Glückstag, oder was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hoffe. Fehlt jetzt noch immer ein Fahrzeug, die Army-Schlitten, oder? Der Chevy fehlt noch, genau, ja. So. War der nicht irgendwie vielleicht bei dem Doktor irgendwo? Ich weiß nicht, wo der wieder rumturnt, aber... Da muss ich mal raufgucken. Drama, ehrlich. Keine Ahnung. Weil ich gehört habe, der Fahrzeug ist aufgetaucht, ist da, und ich dachte, okay, ja. Also ich habe jetzt nur den schönen rosa VW gesehen. Okay. Ja, die wirst du wahrscheinlich wieder verkaufen, was ich mit der Karre. Aber pssst. Okay. Ja, guck dich nach deinem Army-Schlitten noch, okay? Jo, danke. So, Herr Schuster, vielen, 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 vielen Dank. Ich weiß, das war nix. Achso, wir haben ja gar nichts drin. Ups. Tja. Herr Müller, was soll ich tun? Da kann ich leider nichts machen. Na, immerhin. Besser wie gar nichts. Dann werde ich bei unseren Drescher wieder zu unserem Hof fahren. Jo, danke. Gerne. So. Oh, hier, Maximiliane. Wo will sie hin? Maxi? Ja. Wo rennst du hin? Nirgendwo. Ich hab da Langeweile. Ah, okay. Hast du den Schuster, den Anhänger zurückgebracht? Ja, steht in der Garage. Perfekt. So, jetzt ist der Acker auch geputzt. Wunderhübsch. Perfekt. Gott sei Dank, war das mal keine Spelunke hier. Wunderbar. Es ist ruhig. Sehr ruhig hier, ne? Ja. Ja, hallo? Ah, Herr Müller? Ja? Der Schuster hier. Ja? Unser Drescher ist kaputt. Können Sie mich zum Hof schleppen? Was? Er springt nicht mehr an. Ihr Schlepper ist kaputt?
Ja, hier mein Drescher hier. Ich kenne mich doch mit der Landwirtschaft nicht so aus, Herr Müller. Ach, Sie kennen sie. Ach, das ist ja was ganz Neues. Ja, ich bin doch Steuerberater, Ja, ja? ja, ja, ja. Ja. Der ist kaputt. Ja, ich stehe jetzt hier auf der Straße mit Warnblinklicht und allem Programm, ja? Und die Frage Okay. ist, ob Sie mich zum Hof schleppen können. Gut, das werde ich dann natürlich tun. Ich komme mit meinem Traktor mit Frontlader und werde die dann schieben. Ja, gut, Herr Müller. Alles Ich werde klar? hier warten, ne? Okay, bis später. Bis später. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Schaut auf YouTube vorbei, da seht ihr auch unsere anderen Folgen, unsere anderen Projekte. Und wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen und ein Abo natürlich, ne? Und wenn ihr mit uns reden wollt, unten in der Videobeschreibung ist unser TeamSpeak-Adresse und da könnt ihr dann eingeben und da könnt ihr bei uns reinkommen und mit uns labern. Bis dahin, haut rein, tschüss!